Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, hochverehrter Kollege Merz. Ich war ob Teilen Ihrer Rede etwas überrascht. Sie haben ja den Bundeswirtschaftsminister vom, ich glaube, Grünen Parteitag zitiert mit dem Hinweis, die Union sei in den 90er Jahren stecken geblieben. Ich teile die Auffassung des Wirtschaftsministers, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Sie haben sich daraufhin ja diebisch gefreut, dass die Wirtschaftsminister der 90er Jahre sozusagen ganz großartig gewesen seien. Und ich will Sie einfach nur darauf hinweisen, ein Wikipedia-Nachschlag hätte ausgereicht, um festzustellen, dass nicht ein einziger Wirtschaftsminister der 90er Jahre von der CDU-CSU gestellt worden ist, sondern ausschließlich von FDP und SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ausschließlich. Also, das Lob nehmen wir an. Das Lob nehmen wir an. Aber man kann sich weiterentwickeln. Man kann sich weiterentwickeln, hochverehrter Herr Merz. Und eins ist richtig, der Bundeskanzler hat es gerade gesagt. Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil Klarheit über die Ausnahmen von der Schuldenbremse und von Sondervermögen geschaffen. Es hat im Kern die Schuldenbremse im Grundgesetz gestärkt. Und ich will deutlich sagen, das Urteil, anders als es Ihre Rede, den Eindruck erweckt hat, das Urteil hat nicht eine Praxis dieser Regierung beendet, sondern eine Praxis auf Bundes- und Landesebene, die von allen politischen Akteuren verantwortet wurde, unabhängig von der Parteifarbe. Und ich will sehr selbstkritisch sagen, ein Teil der Praxis, die das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, hat auch diese Bundesregierung fortgesetzt, und das war im Nachhinein ein Fehler. Aber die Tatsache, dass das nicht ausschließlich diese Bundesregierung betrifft, zeigt doch, dass der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther direkt auf dieses Urteil reagiert hat und für das kommende Jahr und das vergangene Jahr eine Notlage für den Landeshaushalt in Schleswig-Holstein ausgerufen hat, weil die Jährlichkeit nicht gegeben war. Und ich will Sie an Ihre eigene Regierungsverantwortung und die Haushaltsberatung, ich durfte damals Teil des Haushaltsausschusses sein, Herr Merz, erinnern. Das Bundesverfassungsgericht hat richtigerweise auch gesagt, es muss ein Sachzusammenhang bestehen zwischen einer Notlagesituation und den Entscheidungen des Haushaltsgesetzgebers. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Konjunkturpaket Ihrer Regierungszeit. Bei allem Respekt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, im Nachhinein muss man doch kritisch feststellen, hatte der Stallumbau oder die nachhaltige Waldbewirtschaftung wirklich etwas mit der Corona-Pandemie zu tun? Oder muss man nicht im Nachhinein sagen, auch das war nicht rechtskonform? Diese Praxis jedenfalls hat diese Bundesregierung nie übernommen aus ihrer Regierungszeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja? Wir hätten die Frage der Jährlichkeit und gerade bei Sondervermögen früher beenden müssen. Das sagen wir sehr selbstkritisch. Und es sind für das laufende Haushaltsjahr Änderungen notwendig geworden. Der Bundeskanzler hat das ausgeführt. Es sind rechtliche Änderungen. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass wir am Freitag einen Nachtragshaushalt beschließen werden, um nachträglich die richtigen und notwendigen Strom- und Gaspreisbremsen abzusichern. Aber wichtig ist auch für das Haushaltsjahr 2023, dass wir keine zusätzlichen Schulden machen werden. Im Gegenteil, es wird uns mit dem Nachtragshaushalt 2023 gelingen, die Nettokreditaufnahme des Bundes um über 40% zu senken, meine Damen und Herren. Das ist gute Haushaltspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will etwas zur Schuldenbremse an der Stelle sagen, weil ja, dieses Urteil hat Rechtsklarheit geschaffen, aus der wir Konsequenzen gezogen haben für den Bundeshaushalt 23, und wir werden diese auch ziehen für den Bundeshaushalt 2024. Und ich will unumwunden einräumen, mir ist bewusst, dass die Schuldenbremse im politischen Raum unter Druck geraten ist. Katharina Dröge hat das ausgeführt. Sie hat vorhin einige Ministerpräsidenten zitiert. Bei den Menschen in Deutschland ist sie nach wie vor richtigerweise beliebt. Und man kann bei der Schuldenbremse politisch unterschiedlicher Meinung sein. Und ja, es gibt auch innerhalb der Koalition unterschiedliche Auffassungen dazu. Aber, Herr Merz, sich hier hinzustellen und ernsthaft zu behaupten, die Unionsfamilie sei an dieser Stelle geschlossen, ist ja wohl ein Witz. Schauen Sie nur auf diese Bank. Und ich will erinnern an Hendrik Wüst, an Daniel Günther, an Kai Wegner, an Rainer Haseloff, an Michael Kretschmer. Alle diese Unionsministerpräsidenten haben bereits öffentlich erklärt, dass sie bereit sind, die Schuldenbremse zu schleifen. Der Einzige, meine Damen und Herren, aus der Union, der in dieser Woche die Schuldenbremse noch nicht infrage gestellt hat, ist Markus Söder. Aber, meine Damen und Herren, es ist ja auch erst Dienstag, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Ich erwarte deshalb, dass der Weckruf aus Karlsruhe, so wie es das Bundeskabinett sofort entschieden hat, auch in den Bundesländern ankommt und dass man das Urteil entsprechend 1:1 umsetzt. Und deswegen will ich an der Stelle in aller Klarheit sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil immer wieder in Ihren Reden, ohne präzise zu werden, Herr Merz, ja der Eindruck entwirkt, dass hier ein anderes Finanzgebaren unterwegs sei. Das stimmt. Zum Beispiel in Bezug auf Sondervermögen. Wissen Sie, wie viel Sondervermögen zu Ihrer 16-jährigen Regierungszeit gebildet worden sind? Es waren 15. Diese Bundesregierung schafft 5 Sondervermögen ab. Wir schaffen Haushaltsklarheit und Wahrheit im Gegensatz zu Ihnen, lieber Kollege Merz. Im Gegensatz zu Ihnen. Und ich will zum Schluss eines sagen. Ja, wir brauchen Zukunftsinvestitionen. Sie sind notwendig, um unsere Wirtschaft zukunftsfest zu machen. Wir stehen zu den öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur, beispielsweise der Bundesautobahnbau, die Katharina Dröge angesprochen hat, der Schienenausbau und so weiter und so fort. Alles Investitionen der öffentlichen Hand, die unter Ihnen vernachlässigt worden sind. Aber gleichzeitig braucht es einen Impuls für private Investitionen in Deutschland, meine Damen und Herren, um genau diese Zukunftsaufgaben zu stemmen. Und deswegen appelliere ich auch an der Stelle an die staatspolitische Verantwortung der CDU/CSU. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso Sie aus taktischen Gründen im Bundesrat das Wachstumschancengesetz, was unser Land so dringend braucht, aufhalten. Geben Sie es endlich frei, damit diese Investitionen der Privatwirtschaft möglich werden. Ich danke Ihnen.